Hast du dich auch schon immer mal gefragt, was passieren würde, wenn die 100 besten Spieler der Bundesliga vertragslos wären? Nein? Ich eigentlich auch nicht. Trotzdem ist es ein interessantes Gedankenspiel. Am meisten trifft es natürlich die großen Vereine wie Bayern, Dortmund und RB. Spieler wie Kane, Davis und Co. sind alle weg und reißen ein riesiges Loch in die Kader der Bundesliga-Giganten. In diesem FM-Experiment schauen wir uns an, wie das die Dynamik der Bundesliga verändert. Holen sich die Top-Clubs ihre Stars einfach zurück oder kann ein Verein angreifen, der wenige Spieler verloren hat? Außerdem wird es interessant, wo es die Top-Stars hinzieht. Zurück in die Bundesliga, in andere Top-Ligen oder doch nach Saudi-Arabien oder so. Wir werden es sehen. Let's go! Und damit sind wir in-game. Wir haben hier die Liste mit den 100 besten Bundesligaspielern, die hier jetzt tatsächlich vereinslos sind. Spieler wie Harry Kane, der hier in dieser Welt tatsächlich noch kein einziges Spiel für den FC Bayern gemacht hat und auch keines machen wird, da er vertragslos ist. Ja, wir sehen hier, da hat einige Vereine erwischt. Natürlich am meisten die Bayern, Dortmund, Leipzig, die großen Bundesliga-Giganten. Bevor wir uns aber anschauen, wo es diese Spieler alle hinzieht, schauen wir uns zuerst mal an, welche Spieler in der Bundesliga geblieben sind. Wir sehen hier ganz oben natürlich die Spieler, die ja durch Laien in der Bundesliga sind, hier wie Xavi Simmons. Die durften hier bei ihren Vereinen bleiben. Das gleiche gilt ja auch zum Beispiel für Weghorst, den Hoffenheim von Burnley geliehen hat. Dortmund durfte hier Meunier behalten, Elvedi bleibt bei Gladbach, Koch bei Frankfurt. Also wir sehen tatsächlich, dass einige Vereine doch noch ein paar Spieler halten konnten. Dortmund hatte auch Glück mit ihren jungen Talenten, Mukoko, Bino Gittens. Also hier sind tatsächlich noch einige Spieler, die den Verein vielleicht sogar tragen könnten diese Saison. Beim FC Bayern sieht es da schon deutlich schlechter aus. Sie konnten zwar Tell, Wanner, Stanisic halten, aber die meisten von ihren besten Spielern sind verliehen. Und so relativ viel bleibt da jetzt ehrlich gesagt nicht übrig. Ich bin gespannt, wie sie sich schlagen werden in der Bundesliga. Auch Leipzig hat es echt hart erwischt. Die haben einen sehr kleinen Kader, haben einige Spieler verloren. Natürlich haben sie noch einige starke Talente wie Sesko oder Seiwald. Auch Simmons, den sie ausgeliehen haben, konnten sie hier halten durch die Leihe. Der wird ihnen bestimmt einiges bringen. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie hier in der Bundesliga Vereine wie Gladbach durchsetzen können, die ja normalerweise eher so im Mittelfeld agieren, hier aber auch tatsächlich dann relativ wenig Spieler verloren hatten und einige halten konnten. Das sieht tatsächlich nach einem relativ ordentlichen Kader aus. Auch einige Vereine haben schon ihr Interesse gemeldet an unseren vertragslosen Bundesligaspielern. Hier zum Beispiel Harry Kane hat das Interesse auf sie gezogen von Barca und Madrid. Auch Kimmich wird von einigen Top-Clubs gejagt. Was mir jetzt aber tatsächlich schon aufgefallen ist, bei keinem dieser Vereine ist aktuell ein Bundesligist interessiert. Woran das liegt, keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, ob sich Bundesligisten hier Spieler schnappen können oder ob sie alle ins Ausland abhauen. Hier bei Musiala wäre wenigstens noch Eintracht mal interessiert. Sehr interessant tatsächlich. Ich bin echt gespannt, wo es die Spieler hier alle hin verschlägt. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an und simulieren bis zum Ende der Transferphase. Wir befinden uns jetzt hier am 2. September. Das Transferfenster der Bundesliga ist offiziell in the books. Jetzt wird es natürlich sehr interessant zu sehen, wo es unsere Spieler so hin verschlagen hat. Wir sehen schon, in der Bundesliga sieht es tatsächlich sehr ungewohnt aus. Es sind ja bis jetzt nur 2 Spiele gespielt. Trotzdem hier unsere Giganten Bayern, Dortmund sehr weit unten. Auch Gladbach, die ich ja eigentlich weit oben vermutet hätte, haben aktuell noch 0 Punkte. 2 Spiele verloren gegen Leverkusen und Augsburg. Leipzig oben hält sich noch relativ wacker, haben 4 Punkte nach 2 Spielen. Wie gesagt, sind aber auch erst 2 Spiele durch. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch an, wo unsere Spieler so hingewechselt sind. Wir sehen hier gleich oben einige Kracher. Harry Kane bleibt quasi in der Premier League, ist hier zu Manchester City gewechselt und gleich mal im ersten Spiel bei einer Einwechslung 3 Tore. Das lässt sich sehen auf jeden Fall. Auch Sané geht vom FC Bayern zurück zu seinem Ex-Club Manchester City. De Ligt zu Real, Kimmich zu PSG. Auch Kim in die Prem zu Liverpool. 3 Einsätze, sehr gute Gesamtnote besitzt. Das Bayern-Supertalent Musiala geht zu Real und Thomas Müller geht in die Saudi-League. Auch nicht schlecht. Spieler, die noch keinen Verein gefunden haben, sind Manuel Neuer, Kingsley Coman und Davies. Hier steht auch tatsächlich, dass keiner aktuell ja, interessiert ist. Das ist ein bisschen komisch, aber wir werden bestimmt noch sehen, dass die ihren Platz finden. Bei Neuer liegt es wahrscheinlich auch daran, dass er noch verletzt ist, 3 bis 6 Wochen. Der erste hier auf unserer Liste, der bei einem Bundesligisten seinen neuen Platz gefunden hat, ist Mats Hummels.
der wechselt zum 1. FC Union Berlin. Man muss aber tatsächlich sagen, dass hier sehr, sehr, sehr wenig Spiele ihren Weg zurück in die Bundesliga gefunden haben. Die meisten wechseln irgendwohin ins Ausland oder haben bis jetzt noch keinen Verein gefunden. Ein weiterer, der uns hier in der Bundesliga erhalten bleibt, ist Julian Weigel, der geht zu Bayer Leverkusen, Salah zu Bayern und Boniface zu Dortmund. Nicht schlecht, da haben sie gut zugeschlagen. Itakura zu RB und auch Grilic geht zum FC Bayern. Ja, einige Spieler haben hier ihre Vereine noch nicht gefunden, das wird sich aber sicher noch ändern. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier zum Wintertransferfenster und schauen uns an, wie die erste Halbsaison in der neuen Bundesliga so läuft. Wir sind im Winter angekommen. Kingsley Coman hat immer noch keinen Verein gefunden, das ist really strange. Sind aber jetzt tatsächlich einige Vereine interessiert. Vielleicht wird sich bis zum Ende der Saison dann noch was tun. Auch Manu Neuer hat noch keinen Verein. Ansonsten sieht es hier tatsächlich schon relativ voll aus. Werner Sabitzer auch noch keinen Verein gefunden. Wir alle sind aber gespannt, wie es in der Bundesliga aussieht. Wie vermutet, zeichnet sich hier ein relativ seltsames Bild ab. Augsburg ist Tabellenführer und Dortmund mit 11 Punkten auf dem letzten Platz. Krass. Auch Bayern gurkt hier irgendwo auf dem 15. Platz rum. Während sich hier Vereine wie RB und Hoffenheim schon relativ wacker oben halten. Auch bei Leverkusen läuft es sehr gut und Frankfurt kann auch überzeugen. Ja, von der Abwesenheit eines Harry Kanes profitieren zwar einige Spieler, die Fans aber auf jeden Fall nicht. Hier gibt es sehr, sehr, sehr wenig Tore. Top-Torschütze ist Benjamin Šeško mit 8 Toren. Auch Matissell ist hier relativ weit oben, auch nur 7 Tore. Das ist schon echt krass. Ja, wenn wir uns hier so die Transfers der Bundesliga anschauen, relativ viel ist hier tatsächlich nicht passiert. Es gab einige ablösefreie Transfers von Spielern, die zu den Bundesligisten gekommen sind. Wirklich eingekauft haben sie aber noch nicht. Das kann sich aber jetzt natürlich noch ändern. Wir sind jetzt am Anfang des Transferfensters hier. Mal schauen, wie es da am Ende davon aussehen wird. Ich würde aber vorschlagen, wir gehen jetzt direkt zum Ende der Saison und schauen uns an, wer nach der ersten Saison in unserer neuen Bundesliga on top steht. Wir sind zurück am 1. Juni 2024 und bevor wir uns anschauen, wer denn jetzt die Bundesliga gewonnen hat, interessiert mich erstmal, ob unsere Problemkinder in Vereinen gefunden haben. Und es sieht tatsächlich so aus, Kingsley Coman hat sich selbst ein neues Zuhause beim AC Milan gefunden. Läuft auch ganz gut, wie es hier aussieht. Auch Manuel Neuer ist zusammen mit Thomas Müller in der Saudi League untergekommen. Tatsächlich für ein relativ lächerliches Gehalt, damn. Ich dachte, da wäre mehr rauszuholen. Ja, so ziemlich alle Spieler haben jetzt hier ihre neuen Vereine gefunden. Timo Werner zum Beispiel ist hier bei Wolfsburg untergekommen. Ja, Saison lief ausbaufähig, 5 Tore ist aber jetzt auch nicht so schlecht. So, jetzt schauen wir uns aber das an, was uns alle interessiert hat, und zwar, wie es denn mit der Bundesliga ausgegangen ist. Tatsächlich konnte Augsburg die Meisterschaft über die Zeit bringen. Mainz, Leipzig und Hoffenheim konnten die Champions League klar machen und auch Frankfurt, Leverkusen und Bremen spielen international. Unter den Absteigern sind zwei Vereine, die jetzt nicht so unbedingt überraschen, mit Darmstadt und Bochum, aber tatsächlich hat es auch Dortmund erwischt. Als 18. mit nur 35 Punkten. Schauen wir uns doch hier einfach mal die Mannschaft an. Hier hat wirklich so überhaupt nichts funktioniert bei den Spielern. Obwohl sie eigentlich das Talent hätten. Ja, auch Boniface haben sie ja bekommen. Aber irgendwie hat er nicht so wirklich zusammengepasst. Tja, ich denke, dass wir diese Spieler nächstes Jahr nicht mehr bei Dortmund sehen werden. Aber wer weiß, vielleicht kann sich ja der ein oder andere Bundesligist hier bedienen. Interesse gäbe es zumindest. Bevor wir uns anschauen, wie die nächsten Saisons so laufen, wäre noch interessant zu wissen, wie es denn mit den Transfers aussah. Allem Anschein nach haben hier einige Vereine nochmal ordentlich nachgelegt. Die Bayern zum Beispiel haben hier ein paar Spieler verpflichtet. Hier Araujo, das ist der Innenverteidiger von Lissabon. Aber auch Dortmund hat nochmal nachgelegt mit Marvin Melem. Hat scheinbar nicht so gut funktioniert. Einige Spieler haben hier noch neue Vereine gefunden. Und auch bei den Toren sieht es nicht unbedingt besser aus. Weghorst wird mit 17 Toren Torschützenkönig der Bundesliga. Auch Kleindienst und Šeško konnten sich da oben festmachen. Tell hat auch nochmal ein paar Buden dazugelegt, aber man muss wirklich sagen, das sind jetzt nicht die überragenden Zahlen. Ist natürlich klar, wenn die Topstars aus der Bundesliga verschwinden.
Nun gehen wir mit dem Experiment nochmal aufs Ganze und simulieren 5 Jahre in die Zukunft. Wir sehen uns quasi also dann wieder im Jahr 2029. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Bundesliga da aussieht. Ich denke tatsächlich, dass sich die Vereine mit sehr viel Geld wie Dortmund, Bayern, Leipzig wieder fangen werden und wieder oben angreifen können. Vielleicht werden wir aber auch Vereine sehen, die sich jetzt an der Spitze festbeißen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einige verschiedene Sieger sehen werden und dass die Siegerliste hier nicht für immer so aussehen wird. Mit 10 Jahren Bayern-Dominanz am Stück. Vielleicht können sich auch Vereine mit guter Jugendarbeit profilieren. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns wieder in 5 Jahren. Wir sind zurück im Jahr 2029, 5 Jahre in der Zukunft. Und wir sehen schon auch hier bei unserer Auswahlliste von unseren Top 100 Spielern, die aus der Bundesliga kommen, hat sich so einiges verändert. Musiala zum Beispiel, der damals zu Real Madrid ging, ist mittlerweile bei Manchester City. Kane, der seine Heimat ebenfalls bei City gefunden hat, steht da mittlerweile bei 154 Einsätzen und 47 Toren. Naja, das ging auch bei ihm schon mal besser. Einige dieser Spieler haben mittlerweile schon neue Clubs gefunden. Alphonso Davies und Leroy Sané sind zum Beispiel zusammen bei Al-Hilal in der Saudi League. In die Bundesliga zurückverschlagen hat es zum Beispiel Julian Brandt, der vorher beim FC Barcelona gelandet ist. Jetzt hier seit dieser Saison scheinbar beim FC Bayern zurück. Sehr schön. Auch Hendricks ist zurück in der Bundesliga. David Raum, Lovro Meier und Timo Werner. Nicht schlecht. Nun ja, aber zum spannenden Teil der Bundesliga in 5 Jahren und entgegen meiner Predictions sieht es hier doch relativ langweilig aus. In diesem Jahr hat die Bundesliga gewonnen, der FC Bayern München, und auch an den anderen Spitzenpositionen sieht es jetzt nicht gerade sehr anders aus. Da tummeln sich eigentlich die üblichen Verdächtigen. Auch was so die Tore betrifft, ist dieses Jahr jetzt nicht unbedingt so spannend. Torschützenkönig kann man hier schon mit 17 Toren werden. Und ja, die letzten Jahre sah es tatsächlich auch nicht unbedingt viel besser aus, wie man hier sieht. Es waren tatsächlich immer 17, 18, einmal hier 23 Tore. Jetzt ehrlich gesagt keine absolut überragenden Zahlen. Und unter den letzten Gewinnern gab es auch nicht unbedingt mehr eine große Überraschung. Wir hatten da klar im ersten Jahr den FC Augsburg als Gewinner der Bundesliga. Aber dann wurde es doch wieder relativ normal. Zweimal der FC Bayern, zweimal RB und jetzt eben hier nochmal die Bayern. Tatsächlich hat sich die Lage wieder relativ schnell beruhigt. Wir sehen auch hier Dortmund, die ja in unserem ersten Jahr hier gleich abgestiegen sind als 18. haben sich sehr schnell wieder gefangen, haben den direkten Wiederaufstieg hier eigentlich sofort geschafft und konnten sich dann hier relativ solide in der Bundesliga halten. Beim DFB-Pokal aber witzigerweise sieht es da schon etwas anders aus. Klar, das sind jetzt keine absoluten Überraschungen. Das Einzige, was hier etwas überrascht, ist, dass die Bayern in den letzten 5 Jahren kein einziges Mal im Finale waren. Das ist dann doch schon etwas außergewöhnlich. Ich denke, bis auf die individuellen Karrieren von unseren Spielern hier hat sich tatsächlich in der Bundesliga nicht allzu viel verändert. Auch wenn wir uns hier die Wettbewerbsreputation ansehen, ist die Bundesliga hier immer noch auf dem 4. Platz hinter der Premier League, der La Liga und der Serie A. Auch hier hat sich also relativ wenig verändert. Wenn wir uns hier jetzt mal die teuersten Spieler der aktuellen Bundesliga anschauen, gibt es dann doch ein paar alte Bekannte. Hier Maxi Bayer zum Beispiel, der auch vorher schon in der Bundesliga war. Genauso wie Peretz, der neue Torwart des FC Bayerns. Hier ist er sich zum Stammkeeper geworden mit 182 Einsätzen. Und ja, auch wie man hier sieht, hat sich die Dynamik der Bundesliga nicht grundlegend verändert durch unseren kleinen Eingriff. Der FC Bayern stellt hier immer noch mit großem Abstand die vom Transferwert her höchsten Spieler. Das Einzige, was wir hier vermutlich bewirkt haben, ist, dass wir die deutschen Vereine langfristig eher geschwächt haben. In den letzten Jahren konnte nie eine deutsche Mannschaft ins Finale der Champions League einziehen. Auch in der Europa League war es hier lange ähnlich. Erst in diesem Jahr gab es hier wieder ein Finale mit deutscher Beteiligung. Sogar 2 deutsche Mannschaften standen hier im Finale. Es hat aber doch einige Zeit gedauert, bis sich die Bundesliga von diesem Kahlschlag wieder erholen konnte. Das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Experiment. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wie euch das Video gefallen hat und was ich beim nächsten Mal besser machen könnte. Wenn ihr dann noch Ideen für andere Experimente habt, schreibt das auch gerne mit dazu, würde mich sehr freuen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.